Er kommt auch schon wieder so eklig angesprintet. Oh, hier ist man bestimmt schon richtig sicher vor den Zombies. Ich verziehe mich jetzt einfach mal da hinten hin auf die Mauer. Früher konnten die Zombies auch nie da hochgehen, ey. Da kommt auch schon, alle sprinten schon. Alle können sprinten, das ist so eklig. Boah, man macht da richtig Angst, der Typ da. Voller Ultra-Bow, ey. Ob der auch so Skills hat, so Magie oder so. Ich weiß, dass da hinten immer gute Sachen waren früher. Aber dann mal wieder 1 Milliarde Zombies. Versuch mal was. Funktioniert. Oh Junge, das ist gar nicht gut. Ah, die kommt doch nicht hier. Ich dachte schon, ey. Einfach wieder richtig nübel hier von oben abstechen. Da könnte ich doch eigentlich mal mit dem Mega Ultra Bow da hinten nochmal versuchen. Oh, Geld. Ah, weiß Gott, der hat bestimmt ein viel Leben, ey. Nicht, dass ich dann nachher. Kommt doch noch zu mir, ja, ich glaub's nicht. Na, ja, verpiss dich hier. War eine Muschi, ey. Komm, ich versuch jetzt mal hier mal eine Ultra Special. Wie ist das? Walker Stalker hieß das, genau. Ich hab das ja nicht umsonst trainiert, ey, die ganzen Jahre. Ach, erzähl doch keinen, jetzt liegt hier nicht mal ein Drop. Was ist denn hier los? Willst du mich verarschen? Was ist das denn für ein Homo? Oh Junge, das war ganz beschissen. Oh Junge, das ist gar nicht gut. Komm schon! Oh, nee. Ist für alle was da. Müssen die Batzen einsammeln hier, ey. Vielleicht habe ich mal Glück und finde da, es gibt ja auch diese hier, die 10.000 oder so. Es gibt 1.000 und 10.000. Das ist so das Maximale. Ja gut, jetzt dürfte ja auf jeden Fall schon mal kein Zombie mehr sein. Weil die hatten jetzt alle Bock auf Rindfleisch, ey. Ah, hier liegt Benzin. Das kenne ich noch. Das war, konnte man nie gebrauchen, aber jetzt, wenn man da echt mit Autos rumfahren kann, ist das ja schon mal ein bisschen useful. War echt gar nichts mehr hier, ey. Ah, ist ja sowas von eklig, ey. Früher war hier mega der Loot. Ich werde mich damit gleich erstmal auseinandersetzen, was das für ein Freak da hinten ist, ey. So, irgend so ein Cheater bestimmt. Irgendein Bot. Aber sag mir jetzt bloß nicht, dass der auch schon wieder angesprintet kommt. Ne, ja, der nicht. Er ist nicht so der Athletiker hier. Der Athletiker, mein Gott, schon wieder spät. Halt, ich bin an der Militärbasis und finde hier nix. Ja, komm. Ja, hier geh ich nie wieder hin. Was ein. Ach du heilige Scheiße. Boah, er hat mich gehittet. So, Antibiotika geschmissen, alles wieder super. Ich glaube, ich werde mir mal die Zeit irgendwann mal nehmen, ey, und wenn das. Ui, was liegt denn da? Voll die komischen Spawnplätze. Ach nö. Wie soll ich denn da hochkommen? Na, ich seh schon. Na,
Babo hat's geschafft. Was liegt hier? Nägel und eine Barrikade. Können wir uns doch am besten echt direkt den Loot angucken. Hier liegt schon mal nix. Das ist echt unnötig. Komm, ich verpiss mich von der Militärbasis. Hat echt gar keinen Sinn, hier noch weiter rumzupimmeln. Wir haben mehr versprochen von. Hier liegt echt nix mehr. Gar nix mehr. Ja, komm, hier liegt rennt auch noch so ein riesiger Troll rum. Da habe ich jetzt auch gar keinen Bock drauf. Ja, klar. Komm. Luigi soll verrecken. Frosty Pine ist das nächste Ziel. Man muss riesige Snacken zwischendurch. Hauptsache weg von diesen Typen. Was für Scheiße. Ich guck mir das gleich echt mal an. Ich guck mir gleich echt. Da hat doch bestimmt wer auf YouTube den schon gelegt oder so. Boah, was ist das denn? Das ist ein Schild. Ich dachte schon, wäre Slenderman. Boah. Was ist das denn? MT Massive Weather Station? Achso, die war immer auch schon scheiße. Na ja, gut. Oh, der Pfeffer bannt wieder ein paar Leute. Muss man sich vorstellen, jetzt hat es 4 Leute rausgehauen, das sind 8 Euro für... Ja, noch nicht mal, ey. 6 Euro für Steam. Damit, das sind 3 Kistenschlüssel. Das heißt, du kannst dir echt anstatt eine Kiste aufzumachen, in Counter-Strike Go, kannst du dir lieber hier so einen Key kaufen für WoZ, also ISS. Du kannst ja fröhlich rumhacken, ey. Es ist so scheiße geworden. Das Spiel soll 50 Euro kosten. Nichts von gut. Soll 50 Euro kosten, ne? Und die Leute, die dann jetzt da gebannt werden, das sind dann schon wieder 200 Euro, ne? Dann ist die Cheatrate gleich wesentlich geringer. So scheiß. Diese scheiß Spiele, die, wo es ums Überleben geht, ne? Die müssen teurer werden. Die müssen einfach teurer werden. Ich bezahle gerne 70 Euro für ein Survival-Spiel, wo ich dann keinen Hacker am Arsch habe. Ich bezahle 100 Euro für so ein Spiel. Wenn es dann, das muss dann natürlich auch gut sein, also, ne? Ich würde es machen. Also an alle Entwickler. Da draußen entwickelt mal Spiele. Entwickelt nicht, aber macht die Spiele einfach teurer. Also, es ist ja die einzige Möglichkeit, das ist das einzige, was Cheater abschreckt. Cheater, scheiße. Ey, wenn du permanent gebannt wirst, ja, meinetwegen, ne? Wenn das Spiel aber nur 1,50 kostet, das juckt doch keinen. Ich hab total bescheuert, ne? Stimmt, ich war ja früher schon so bescheuert. Das Spiel hat 23 Euro am Anfang gekostet. 23 Euro, ja. Da gab's doch noch keine Cheater. Ja gut, dann kamen sie dann irgendwann mit dran, ne? Und dann kam diese Steam Winter Sale und so, ne? 3 Euro pro das Game oder 6 Euro. Ja, haben die Leute 10 Stück gekauft, das sind dann 60 Euro, wie ein Spiel, und haben 9 Accounts gehabt zum Hacken, sind da durch die Map geflogen, haben die Sachen aufgesammelt. Mit dem einen Account haben sie Legit gespielt, ne? Hat ja keinen Sinn, ey, ohne Spaß, das ist... Also wenn ich ein Spielentwickler wäre, ich würde das Spiel, ne? Wenn das Spiel nur mit einer irgendwie besseren Engine irgendwie und kein Butterfly, was das hier macht, ne? Wenn ich das entwickeln würde und das Spiel dann auf den Markt haue für 60 Euro, ne? Der Hype ist da am Anfang, es kaufen Leute, es gibt keine Hacker, beziehungsweise es gibt Hacker, du hast ein Anti-Cheat-Programm. Auch wenn nur 20% der Hacker oder, ich sag mal, pro Monat immer irgendwie... So ein Anteil von den Hackern gebannt wird, ne? Ja, irgendwann vergeht dann auch die Lust daran. Dann versuchen sie verzweifelt, die Accounts zu knacken von anderen Leuten, ja. Und wenn du dann noch so ein System raushaust, wie die das jetzt machen, dass du alle 2 Monate oder was weiß ich, da irgendwie ein neues Passwort changest, ne? Und das nur über die E-Mail-Adresse geht, womit es gekauft wurde, oder Steam-Account. Na, Steam-Account wäre ja noch besser. Die sind ja noch wesentlich schwieriger zu hacken. Ich habe das Spiel ja gar nicht über Steam laufen. Ich habe das Spiel ja noch gekauft, da gab es das gar nicht bei Steam. Das ist immer noch derselbe Account von früher. Das ist immer noch der Beta-Account. Da bin ich auch stolz drauf, ey. Gab's eine Zeit, da hat jeder gehackt. Echt jeder. Boah.
Naja,